Vielen, vielen Dank, Dr. Markus Krall, für dieses lodernde Plädoyer für die Freiheit. Ich habe mich besonders gefreut bei Ihrem Vortrag, dass ich viele Punkte wiedergefunden habe, die ich aus dem AfD-Grundsatzprogramm kenne. Und das ist eben nicht nur die direkte Demokratie auf Bundesebene. Es ist die Amtszeitbegrenzung, es ist die Haftung von Amtsträgern, es ist die Qualifizierung für Ministerialberufe, für politische Ämter. Also ich habe vieles, vieles wiedergefunden und ich freue mich natürlich, dass wir da als AfD schon auf einem sehr guten Weg sind. Was für mich durchaus noch anspruchsvoll ist, wo ich denke, wo wir als Partei auch noch dran arbeiten müssen, das Wahlrecht nur für die Leistungsträger und nicht für die Transferempfänger, das wird nicht einfach, gerade bei uns hier im Osten. Also das ist leicht gesagt, aber das ist schon ein ganz schön dickes Brett, aber ich bin da gerne bereit, auch weiterzudenken. Und das Zweite ist natürlich das Waffenrecht. Das ist im Erzgebirge einfacher als in der Großstadt. Also auch da ist natürlich noch ganz, ganz viel Arbeit zu leisten, um dort überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was das eigentlich bedeutet, was wirklich die Chancen und was die Risiken sind. So, damit möchte ich es belassen. Wir sind ja hier, damit Sie auch Fragen loswerden können. Wir haben einen prominenten Gast. Ich freue mich, wenn Sie viele Fragen stellen. Ich freue mich auch, wenn Sie die ein oder andere Frage vielleicht auch noch an Herrn Garler oder an mich haben. Wenn nicht, bin ich Ihnen nicht böse, aber wenn wir ein bisschen auch mal was zur AfD, wenn Ihr Interesse an der AfD da ist, freuen wir uns natürlich auch. So, und jetzt sind Sie an der Reihe. Ich freue mich, wenn jetzt ein paar Hände hochgehen, dass wir hier ins Gespräch kommen. Wir fangen hier vorne an. Haben wir ein Mikrofon unten? Was, warum? Ja, hier ist die Dame, bringt Ihnen ein Mikrofon. Moin, ich hätte mal eine Frage. Sie, als AfD ist es doch angetreten gegen den Euro und gegen Europa. Was ist denn davon überhaupt noch geblieben? Sie tun jetzt Europa verteidigen hier und alles hier. Und wieso verteidige ich Europa? Naja, irgendwie also, kommt mir das davor, also würde nein, die also, BRD ich, hier. Ich bin ja, also wir sind ja alle Europäer, aber ich will nicht dieses Europa, das uns da serviert wird von der Bürokratie. Ja. Das war nur heute Abend nicht das Thema. Aber wenn wir uns das Thema anschauen, wie sieht Europa aus? Es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass uns die Eliten an den Punkt geführt haben, wo es nicht mehr funktioniert, sondern es ist auch ein europäisches Problem. Und ich glaube, wenn wir uns Europa anschauen, was für ein Europa brauchen wir, nehme ich gerne zwei, drei Sätze dazu Stellung, wir brauchen ein Europa ohne Euro, weil der Euro Europa spaltet und nicht eint und weil er wirtschaftliche Spannungen erzeugt, die Europa nicht aushalten kann. Und wir brauchen kein Europa der Bürokraten, sondern wir brauchen ein Europa der Vaterländer, so wie es de Gaulle vorgeschwebt ist. Und dieses Europa der Vaterländer, glaube ich, die europäischen Völker sind mittlerweile so gereift, dass sie sich im Europa der Vaterländer viel besser vertragen als im Europa der Bürokraten, wo sie nur von Krise zu Krise stolpern, die dadurch ausgelöst wird, dass die Bürokratie Krisen selbst herbeiführt durch falsche Entscheidungen und durch schlechte Vorgaben für die Wirtschaft. Insofern muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Also für Europa bin ich heute hier überhaupt jedenfalls nicht in der Form, wie wir es jetzt haben, aufgetreten, sondern ich habe heute einfach ein anderes Thema gehabt. Ja, ich mache das auch gerne, weil Sie ja die Partei ansprechen. Als AfD steht in unserem Programm, wir möchten ein Europa der Vaterländer, wir wollen souveräne Nationalstaaten. Dazu stehen wir natürlich nach wie vor, da hat sich nichts dran geändert. Und das würde ich eben vor allen Dingen auch mit der Demokratie begründen, aus meiner Sicht, weil ich bin der festen Überzeugung, dass eine Demokratie, so wie wir sie uns wünschen, dass man wählen kann, dass man die Kontrolle behält über die Staatsorgane, über die Abgeordneten, das ist nur in einem Nationalstaat möglich, wo die Strukturen überschaubar sind, wo man eine einheitliche Sprache spricht, wo man miteinander kommunizieren kann. Das geht nicht in einem Europa, wo verschiedene Völker mit einer verschiedenen Kultur, auch mit einer verschiedenen Wirtschaftskultur und mit verschiedenen Sprachen leben. Das führt dann zu dem, was wir heute haben. Also für uns als AfD nochmal ganz klar, ja zu Europa. Wir haben hier eine gemeinsame jahrtausendealte Kultur, aber starke Nationalstaaten, Demokratie findet im Nationalstaat statt und dort möglichst eben auch auf unteren Ebenen. Also ich möchte auch, dass möglichst wenig in Berlin entschieden wird, dass wir viel in Dresden entscheiden oder vielleicht sogar auf regionaler Ebene, weil dort sind Ihre Mandatsträger, die Sie gewählt haben, die sind greifbar, die sehen Sie auf der Straße, da können Sie Ihnen das ins Gesicht sagen, wenn irgendwas Ihnen nicht gefällt. Also dafür stehen wir als AfD, Subsidiarität, starke Nationalstaaten und Europa als natürlich als Kulturgemeinschaft, da stehen wir auch dazu.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Wunderbar. Ich habe mal eine Frage in Bezug auf die Medien. Wie wir alle hier wissen, wie wir hier sitzen, ist ja eine dermaßige Einseitigkeit von den Medien da. Gibt es nicht eine Möglichkeit in Bezug auf die ältere Generation, weil die sind nicht so internetaffin, direkt einen Sender zu machen, um irgendwie die ältere Generation zu informieren mit Informationen, die so in den Medien eigentlich gar nicht mehr rüberkommen? Also, das ist natürlich nicht mein Fachgebiet, aber ich glaube, es gibt mittlerweile eine ganz große Menge an alternativen Medienkanälen. Die meisten sind natürlich insofern ein bisschen technikaffin, als sie übers Netz laufen. YouTube und Blogs und Podcasts und was es alles gibt. Und dann gibt es natürlich auch Printmedien mittlerweile. Es gibt auch Printmedien, die durchaus nicht unerfolgreich sind und die eine alternative Informationsquelle darstellen, wie zum Beispiel die Junge Freiheit oder Tichys Einblick. Ja. Und die sich auch weiterentwickeln, lade ich sie auch alle ein, sind beides gute Zeitungen, sehr lesenswert, ja, die freuen sich auch über neue Abonnenten, ja, können sie ihr Handelsblatt-Abo kündigen und dort eins machen, ja, und insofern, da tut sich was, aber das geht natürlich nicht über Nacht und wir stehen natürlich vor diesem gigantischen Medienmonopol-Koloss der Öffentlich-Rechtlichen in Verbindung mit Mainstream-Medien, die letzten Endes, ja, wie soll ich sagen, sich nicht mehr dem eigentlichen journalistischen Auftrag, den die Presse früher mal hatte, verpflichtet zu fühlen scheinen. Ich möchte doch noch mal ergänzen, weil das tatsächlich, Sie sprechen ein Problem haben, was wir als AfD tatsächlich massiv haben. Also wir haben ganz andere Wettbewerbschancen als andere Parteien, weil tatsächlich die gesamte Medienlandschaft bis auf die wenigen, sage ich mal, jetzt entstehenden neuen konservativen Medien, die gesamte Medienlandschaft eigentlich gegen uns arbeitet. Das ist extrem schwer für uns, weil wir machen sehr, sehr viel inhaltliche Arbeit. Davon hören Sie nichts im Fernsehen oder im Radio und Sie lesen es auch nicht in der Zeitung. Sie finden uns nur in den Medien, wenn wir parteiinterne Querelen haben oder wenn das ein oder andere Mitglied einen Skandal verursacht hat, dann ist viel Platz da dafür. Wir versuchen damit umzugehen, indem wir erstens in den sozialen Medien sehr aktiv sind. Dort sind wir die erfolgreichste Partei in ganz Deutschland. Wir versuchen es, indem wir eigene Drucksachen auflegen. Wir haben als Fraktion eine eigene Zeitung, die kommt jetzt einmal im Monat raus, die Blaue Post. Und wir versuchen natürlich auch immer wieder Anlauf zu nehmen, in ein richtiges Medium reinzukommen. Es sind nämlich Radio und Fernsehen, die 90% des Medienkonsums ausmachen. Und in den Bereich reinzukommen, ist aber sehr, sehr schwer und sehr, sehr teuer. Deswegen habe ich vorhin zum Spaß gesagt, es wäre vielleicht ein Feld für Degusser. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Wir haben allerdings die Chancen, dass sich das Radio inzwischen ins Internet verlagert, mit den DAB-Frequenzen, die digitalen Frequenzen billiger sind. Wir haben mehrfach Anlauf genommen, wir sind immer mit unseren Konzepten an der Finanzierbarkeit gescheitert, weil ein reiner Kanal, wo wir AfD-Nachrichten bringen aus dem Plenum, das gibt es schon, das ist YouTube, das ist kein Unterhaltungsmedium. Wir versuchen es gerade wieder, es bildet sich gerade wieder erneut in Sachsen eine kleine Gruppe, die einen Radiosender als konservativen Sender konzipieren will, wo wir dann eben auch wieder ein Finanzierungskonzept machen und Sponsoren suchen, aber das ist sehr, sehr, sehr schwer. Das ist unheimlich teuer. Es ist unheimlich teuer und wir können das auch nicht machen wie ein anderer Sender, weil wenn andere Sender, Radiosender von Werbung leben, wir kriegen mit einem konservativen AfD-Sender kriegen wir keinen einzigen Euro Werbekosten rein. Also das muss ich dann aus sich selber heraustragen und oder müssen wir brauchen Sponsoren dafür. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Wir versuchen es eben halt mit eigenen Printmedien zurzeit, mit Veranstaltungen wie heute und mit Bürgerbüros. Wir wollen versuchen, nah am Bürger dran zu sein, auch auf der Straße ansprechbar sein, damit die Menschen uns eben kennenlernen können. Aber Radio und Fernsehen bleibt bis jetzt Zukunftsmusik. Vielleicht schaffen wir es in diesem Anlauf jetzt, aber ich verspreche es Ihnen nicht, weil ich weiß, wie kompliziert das ist. Und jetzt will der Thorsten noch was zu einer aktuellen Kampagne sagen. Also ich bin ja noch medienpolitischer Sprecher unserer Landtagsfraktion. Speziell das Thema MDR ist mein Thema, öffentlicher Rundfunk. Und ich sitze gerade oder saß letzte Woche an einem Entwurf des neuen Medienstaatsvertrags. Ja, die haben mitgekriegt, sie werden nicht mehr geschaut oder gehört. Die haben ein Problem damit. Die haben festgestellt, Netflix, Amazon Prime oder wie die alle heißen,
Die haben viel mehr Kunden. Die Jugendlichen gucken die nicht mehr und das Publikum stirbt langsam aus, was sie hören. Was machen sie im neuen Medienstaatsvertrag? Sie wollen einfach ihr Einflussbereich erweitern und Anbieter wie Netflix sollen gezwungen werden, 30% ihres Angebots freizuhalten für ARD und ZDF und MDR. Sie sollen gezwungen werden, an prominenter Stelle, das heißt auf der Startseite, das Programmangebot von ARD und ZDF zu bewerben. Unklar ist, wie die dafür entschädigt werden, wo ich sage, wir sind ja beim Thema Freiheit. Das hat nichts mehr mit medienunternehmerischer Freiheit zu tun. Das ist bloß noch Zwang. Und wollt ihr das nicht sehen, zwingen wir euch dazu. Und es ist ja so schön, der Intendant vom ZDF und auch von der ARD, die haben gesagt, na gut, aufgrund der Debatte, die es jetzt um diesen Oma-Song gab, naja, da sind wir dazu bereit, vielleicht nicht so eine große Erhöhung der GEZ vorzunehmen. Wir wollen gar keine Erhöhung der GEZ, wir wollen das Ding abschaffen. Jeder von Ihnen hier im Saal kann dazu einen Beitrag leisten, weil die Kampagne, die wir gestartet haben, den Volksantrag, genug gezahlt. Dazu haben wir hier vorne auch Vordrucke. Wir wollen nämlich in Sachsen einen Volksantrag starten, wo wir zurzeit 40.000 Stimmen brauchen, um darüber abstimmen zu lassen, aus der GEZ auszusteigen. Und das ist der Anfang. Wer sich eintragen möchte, die Frau Feldmann hat gerade so ein Blatt dort, kann nachher im Anschluss sich dort mit eintragen. Das führt alles zu unserem Volksantrag und mal sehen, wie weit wir da kommen. Die werden sich wundern. Hier vorne ist eine Wortmeldung. Was wäre die Alternative dazu? Wären dann die ZDF, ARD, wie auch immer, auch Werbesender? Denn ich gucke keine Sender mit Werbung an. Das ist mir alles zu suspekt. Ja, also wir haben in unserem Grundsatzprogramm drin, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht abschaffen wollen. Wir wollen ihn auf ein sehr, sehr schmales Band beschränken, nämlich die Nachrichten und Bildungsfernsehen, und das soll steuerfinanziert sein. Das heißt, dieses schmale Budget, wir haben ja jetzt 8 Milliarden, den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt, das schmale Budget, seriöse Nachrichten, Bildungsprogramme, das soll aus Steuern finanziert werden. Das heißt, das ist das, was der Staat anbietet, auch als Minimum, was ich auch nicht schlecht finde, wenn es da sozusagen so einen Kanal gibt. Aber der Rest ist der freie Markt. Also alles, was Spielfilme sind, was Serien sind, was Sport ist, alles, das ist der freie Markt. Dort entscheiden Sie selbst, ob Sie dafür Geld ausgeben für diese Sendungen oder nicht. Und das wird am Ende für Sie deutlich billiger sein, als es jetzt ist. Das ist unser Modell. Eine ganz wahrscheinlich prekäre Frage hier, wie wegen der Vergangenheit. Mit dem Herrn Gauland, sein Satz, deutsche Soldaten sind keine Verbrecher. Wie stehen Sie dazu? Also, er hat so nicht gesagt, der Gauland. Gut, ganz, ganz ruhig bleiben, die Emotionen bleiben unten. Herr Gauland hat gesagt, wir sind stolz auf die Leistungen unserer Soldaten in beiden Weltkriegen. Ja. Und dort dahinter kann man sich natürlich stellen, weil es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die im Krieg waren, Unheimliches geleistet haben, unheimliche Strapazen auf sich genommen haben, viele sind gestorben. Dort kann man sich dahinter stellen. Das heißt nicht, dass nicht wie in jedem Krieg es auch Verbrecher gibt, und zwar auf allen Seiten. Herr Gauland hat gesagt, ich bin stolz auf die Leistungen, weil was die deutschen Soldaten geleistet haben, ob sinnvoll war oder nicht, das haben sie im Prinzip auf ihrem Rücken ausgetragen, viele sind gestorben dafür, und deswegen kann man zu diesem Satz auch stehen. Da hinten ist eine Wortmeldung. Ich komme. Herr Dr. Krall, ich bin seit geraumer Zeit Mitglied unserer gemeinsamen Atlas-Initiative. Und vielleicht könnten Sie hier in diesem Gremium mal ein paar Worte dazu sagen, was die vertritt, was die macht. Und
wie weit jetzt eigentlich auch schon die Zellenbildung hier in unseren Regionen fortgeschritten ist, dass man sich endlich vernetzen kann, um diesem System Paroli zu bieten. Ja, Ihnen allen ist ja bekannt, dass ich parteilos bin. Und wir brauchen nach meiner Überzeugung eine parteiübergreifende Initiative, um die Freiheit in diesem Land zu verteidigen. Und die haben wir jetzt auch gegründet und das ist die Atlas-Initiative. Die sehen Sie hier mit in der Mitte dieser Seite www.atlas-initiative.de. Die Atlas-Initiative ist eine Gruppe, wir sind mittlerweile fast 400 Leute, jeden Tag kommen 20 dazu. Und mit dem Tempo, mit dem wir wachsen, werden wir in Kürze in der Lage sein, in ganz Deutschland regionale Gruppen zu bilden. In den Landkreisen, in den Städten, in den Regionen. Wir werden überall sein und wir fangen an, eine Infrastruktur aufzubauen. Erstens diese Gruppen zu bilden und zweitens sie mit Informationsmaterial zu versorgen, damit sie die Bürger ansprechen können und informieren können über politisch relevante Themen, die sie betreffen und die vor allen Dingen ihre Freiheit betreffen. Was ist das Ziel der Atlas-Initiative? Ist ganz klar. Die Atlas-Initiative will die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Lande verteidigen und dort, wo sie beschädigt wurde, wiederherstellen. Und zwar durchaus ganz klar mit den Zielen, die ich Ihnen heute auch in dem Vortrag dargelegt habe. Auf dem Boden des Grundgesetzes, aber durchaus nicht unwillig, das Grundgesetz dort zu reformieren, wo es notwendig ist, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu stärken. Wir wenden uns gegen jede Art von Radikalismus, gegen Gewalt. Wir sind weder von der rechten noch von der linken Seite an den radikalen Rändern in irgendeiner Weise beeinflusst. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich glaube, das haben wir auch mit der AfD gemeinsam. Wir wollen keine Radikalisierung, sondern wir wollen eine Gruppe von Menschen zusammenbringen, die bereit ist, sich in dieses Gemeinwesen so einzubringen, dass unsere freiheitliche Ordnung gestärkt wird und damit wir unseren Kindern und Kindeskindern das übergeben können, was wir von unseren Eltern bekommen haben, ein freies Land. Das ist das Ziel der Atlas-Initiative. Ich lade Sie alle ein, da mitzutun, egal ob Sie parteipolitisch schon engagiert sind oder nicht, spielt keine Rolle. Und wenn Sie also, Sie müssen allerdings unterschreiben, dass Sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützen, wenn Sie uns beitreten. Und ich glaube, dass wir so schnell, wie diese Organisation im Moment wächst, in der Lage sein werden, in der kommenden Auseinandersetzung um die Freiheit in diesem Land und gegen die sozialistische Vorschriftenmacherei durchaus so viel Einfluss zu nehmen, dass es politisch in die Waagschale ins Gewicht fallen wird. Und deswegen nochmal meine Einladung, machen Sie doch gerne alle mit. Hier finden Sie uns im Internet. Mein Name ist Heinze, ich bin heute aus Chemnitz hergekommen. Mich würden mal noch zwei Fragen interessieren, die vielleicht auch ein bisschen weitergehen. Auf der einen Seite sprechen ja die berühmten anderen Parteien, die im Deutschen Bundestag sind, von den demokratischen Parteien, die eine eigene Meinung haben und die AfD damit ausgrenzen. Und das man wieder so betonen und jeder, der im Fernsehen das miterlebt, weiß ja, was gemeint ist. Kann man diesen Begriff der demokratischen Parteien, die AfD ist auch demokratisch gewählt, also ich weiß nicht, warum man das dort nicht verwenden kann, hat man nicht eine Möglichkeit dort, wenn diese Äußerungen immer wieder getan werden, die irgendwo an der Stelle, ich sage es mal, zu erwischen, dass sie eben falsch liegen, dass man das richterlich klären könnte, dass das untersagt wird. Zum Dr. Kroll habe ich mal noch, für den Dr. Kroll habe ich mal noch Hinweis oder eine Bitte, das, was er heute hier vorgetragen hat, höre ich so zum ersten Mal, so intensiv. Das ist sehr mutig. Ich denke auch, das passt sehr gut in diese Zeit. Aber es gibt viele, die dagegen sind. Und in der AfD sind zum Glück viele Polizisten, die wissen, warum sie da drin sind, weil das Zusammenhalt in unserem Land nicht mehr so ist, wie er mal vor Jahren war und dass man dort verschiedene Änderungen machen muss. Ich würde Sie aber bitten, sich ein bisschen vorzusehen und auch die schlechten Dinge zu bedenken, die kommen könnten und dafür Sorge zu tragen, dass das nicht auf Sie mal zutrifft. Ja. Das wären meine zwei Meinungen. Ich gebe Ihnen recht, diese Selbstbezeichnung demokratische Parteien ist eine Frechheit ohnegleichen.
Also weil es sind genau diese Parteien, gerade wenn ich ins linke Lager gucke, SPD, Grüne, die sind mit diesen mit der Antifa verbandelt. Das sind genau die, die einen demokratischen Diskurs unmöglich machen wollen, weil sie genau wissen, sie verlieren diesen Diskurs. Das sind die eigentlichen Undemokraten. Und dass man uns vorwirft, nicht demokratisch zu sein, entbehrt jeder Grundlage. Wir sind nicht nur demokratisch gewählt, wir sind auch die einzige Partei, die vehement dafür eintritt, dass die direkte Demokratie stark wird, dass das, was uns die Verfassung eigentlich garantiert, dass wir in Abstimmungen als Bürger frei mitentscheiden dürfen. Wir sind die Einzigen, die das einfordern. Also wenn überhaupt, dann sind wir die Basisdemokraten schlechthin. Was wir nicht können, wir können dagegen nicht juristisch vorgehen. Das ist ein Stück weit, sage ich mal, wenn das andere stimmen würde, sage ich mal, wenn die Medien neutral wären, dann wäre das, was man im politischen Diskurs aushalten muss. Man muss sich bestimmte Sachen auch zugespitzt in die Ohren hauen. Wenn aber die Medien alle gleich behandeln, ist das auch einfacher auszuhalten, so wie es jetzt ist. Man kann dagegen nicht juristisch vorgehen. Das ist unsere Meinungsfreiheit. Die wird an der Stelle natürlich ein Stück weit auch missbraucht, aber das gehört zur Meinungsfreiheit dazu. Insofern ist uns da der Rechtsweg verschlossen. Wir können es nur durch gute Arbeit und das nach außen tragen unserer demokratischen Grundanliegen, was unser Grundsatzprogramm eben will, können wir dagegen steuern und das machen wir auch. Richterlich geht's nicht. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also es ist natürlich auch eine Frage der Meinungsfreiheit. Meinung muss nicht korrekt und richtig sein, das müssen wir der Gegenseite auch zubilligen. Ich danke natürlich auch nochmal für den Hinweis, dass ich auf mich aufpassen soll, das sagt meine Frau auch mir immer, schon seit 30 Jahren, pass auf dich auf. Ja, klar ist es so, leider haben wir in diesem Land mit der Antifa mittlerweile tatsächlich eine Bewegung, die agiert wie die SA in den 30er Jahren. Das ist leider so. Gewalttätigkeit ist Kennzeichen des linkspolitischen Diskurses. Auf der anderen Seite glaube ich, wir dürfen keine Angst haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und wenn wir uns immer nur über die Schulter schauen und uns fragen, ist jetzt hier irgendjemand, der sich dann auf uns ansetzt oder werden wir irgendwie in der Presse angeschmiert? Ja? Also ich bin ja auch letzte Woche, wie gesagt, von einer großen Wirtschaftszeitung, angeschmiert worden. Also das war ein, Vera Lengsfeld hat es aus dem Lehrbuch der Stasi zum Thema Zersetzung beschrieben, was da über mich verbreitet wurde. Ja? Ich glaube, da hat sie recht gehabt. Mit solchen Art von Journalismus müssen wir auch leben, aber da sage ich, seien Sie Teflon, lassen Sie es abtropfen, lassen Sie es abgleiten, ich mache das auf jeden Fall so. Ja, mein Name ist Kurt, ich bin auch aus Chemnitz. Und ich habe mal zwei Fragen zu zwei Begriffen, die ja heute immer wieder gekommen sind. Das eine ist der Begriff Volk, dieses Wahlvolk. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das bewerten. Haben wir denn überhaupt noch, so ein Volk? Erstmal nicht Sachsen, sondern mal deutschlandweit. Wenn ich mir angucke, wie diese Entwicklung da ist in der demografischen Verteilung. Kann man da überhaupt noch von einem deutschen Volk sprechen, was, ich sag mal, in der Perspektive von 10, 20 Jahren dort irgendwo Einfluss nehmen kann? Und das Zweite ist das Thema Staat. Wie bewerten Sie denn die Staatlichkeit dieser Bundesrepublik Deutschland? Ich getraue mir gar nicht zu sagen, ob wir souverän sind. Ich würde sogar dahin gehen, sind wir überhaupt noch ein Staat? Also würde mich mal, also da wäre mal Ihre Meinung für mich interessant. Danke. Ich fange mal an und mache es kurz. Für mich ist ein Volk sozusagen eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Werte teilt. Und wir sehen natürlich, es gibt Einwanderungsnationen wie die USA oder Kanada, wo aus verschiedensten Kulturen Leute sich zusammengefunden haben, aber die haben inzwischen eben auch eine gemeinsame Kultur entwickelt. Und das, was uns, sage ich mal, als Volk bedroht, ist eben, dass wir eine sehr große Zuwanderung haben von Menschen, die sich unsere Kultur gar nicht anpassen wollen, die unsere Werte gar nicht teilen. Und an der Stelle verlieren wir natürlich den Zusammenhalt und lösen uns ein Stück weit auch als Gemeinschaft auf, weil dann gibt es viele Einzelinteressen. Und es kann aus meiner Sicht nur der
der Anspruch von Politik sein, dass man sagt, wir wollen erstens Menschen, die bei uns im Land gar kein Recht haben, hier zu sein, wieder außer Landes schaffen. Das werden immer mehr. Und das Zweite ist natürlich, wir heißen Zuwanderer, die bei uns sich einbringen wollen, herzlich willkommen. Und wir helfen ihnen dabei, in unsere Kultur, in unsere Werte hineinzufinden. Das heißt, das ist dann eben auch eine Aufgabe, die fängt im Kindergarten an und zieht sich über die Ausbildung, über das gemeinsame Vereinsleben dahin. Also ich begreife uns nicht als, sage ich mal, als ethnisches oder rassisches Volk. Die Deutschen sowieso nicht, wir sind mitten in Europa. Wir sind im Prinzip, sage ich mal, genetisch sicherlich sehr durchmischt. Aber wir haben kulturelle Werte, wir haben gemeinsame Werte, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Und ich möchte, dass die erhalten bleiben. Und ich möchte natürlich auch Menschen, die zu uns kommen, einladen, sich an dieser Kultur zu beteiligen und die auch mit weiterzuentwickeln. So, und zur Staatlichkeit, das ist die zweite Frage gewesen, da bin ich sehr zurückhaltend. Ich sage, ja, wir haben ein Staatswesen, was organisiert ist. Es gibt durchaus Länder auf der Welt, die noch deutlich undemokratischer sind, als wir es sind. Und ich glaube, das, was unsere Unabhängigkeit angeht, von anderen Ländern, dort ist es unsere eigene Aufgabe, diese Unabhängigkeit herzustellen. Und das fängt eben da von der wirtschaftlichen Unabhängigkeit an. Es geht aber auch um die militärische Unabhängigkeit. Also wir sind ja mit unserer Armee gar nicht in der Lage zu sagen, wir sind unabhängig. Wem wollten wir uns denn widersetzen? Und ich sage mal, die Frage der Gesetzlichkeit, dort passe ich vielleicht, weiß der Herr Dr. Krall da mehr. Für mich ist das auch nicht ausschlaggebend, ob es jetzt irgendwelche Geheimverträge noch zu den 2+4-Verträgen gibt. Für mich ist ausschlaggebend, haben wir eine politische Führung in diesem Land, die überhaupt den Anspruch hat, eigene Interessen zu formulieren und eigene Interessen auch zu verteidigen gegen die Interessen anderer Länder. Darauf kommt es an. Und solche Politiker müssen wir auch in Berlin nach vorn schaffen. Und dann stellt sich die Frage einer Staatlichkeit und einer Souveränität von alleine ganz anders. Also dem kann ich mich auch im Wesentlichen anschließen. Ich glaube, es ist gut, im Sinne der Souveränität mal einen Satz von Willy Wimmer ins Gedächtnis zu rufen, der sagt, Souveränität ist, was ein Land sich nimmt. Das bekommt man nicht geschenkt, sondern das nimmt man sich. Und das war schon immer so. Und insofern, es ist natürlich so, dass das aktuelle europäische Projekt in seiner jetzigen Gestalt, dieses bürokratische Europa, das hat ja zum erklärten Ziel eine gewisse Auflösung der Staatlichkeit. Und wenn also eine politische Klasse die eigene Staatlichkeit in dieser Weise auflösen will, dann stellt sich natürlich die Frage nach der Souveränität sowieso schon. Allerdings glaube auch ich nicht an diese komischen Verschwörungstheorien, die da immer heißen, ja, da gibt es dann Zusatzprotokolle zu 2+4 und sonst was. Meine Damen und Herren, dazu sind die Interessenlagen der vier Mächte, um die es dabei damals ging und bis heute geht, viel zu heterogen. England hat ganz andere Interessen als Frankreich, Russland hat andere Interessen als Amerika. Amerika hat damals, als es zur Wiedervereinigung kam, ich erinnere mich noch daran, wie Präsident George Bush, der Ältere, gesagt hat, wir wollen mit Deutschland Partnership in Leadership, also eine Partnerschaft in der Führung der westlichen Welt. Das war das Angebot, was auf dem Tisch lag. Und was hat unsere politische Klasse daraus gemacht? Oder was macht sie noch daraus? Ja, ich meine, haben wir eine politische Klasse, die überhaupt den Also wenn Deutschland sozusagen seine Souveränität voll ausüben würde, würde ich die von dieser politischen Klasse ausüben lassen wollen oder wäre ich da nicht froh, dass die Amerikaner ab und zu noch mal das Schlimmste verhindern? Ja, also da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also an die Verschwörungstheorien glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen eine politische Klasse, die gebildet ist. Die haben wir im Moment nicht, sonst wäre es nicht Kobold, das Wort, das sie alle zum Lachen bringt. Sondern wir haben eine politische Klasse, die könnte es gar nicht, wenn dieses Land die volle Souveränität so ausüben würde, wie Frankreich oder England es ausüben kann. Ja? Und solange wir diese politische Klasse nicht haben, wäre es wahrscheinlich sogar gefährlich, wenn wir zu souverän wären. Wenn ich das ist eine bittere Feststellung, aber wie gesagt, also diesen ganzen verschwörungstheoretischen Kram, den bitte ich Sie über Bord zu werfen, der lenkt ab von den wirklichen Fragen, vor denen wir stehen. Zweimal nein.
Also es ist relativ, ohne jetzt nochmal den Vortrag, den ich sonst halte, hier wiederholen zu wollen. Es ist nun mal einfach eine unbestreitbare Tatsache, dass das Bankensystem Teil des Geldsystems ist. Die Banken nehmen Einlagen herein und reichen Kredite raus. Das ist ihre Aufgabe im Geldsystem. Und während sie das tun, schöpfen sie sogenanntes Giralgeld. Das heißt, die Geldmenge wächst dadurch, dass es Banken gibt. Und dadurch können Banken die Wirtschaft mit Krediten versorgen. In einer Nullzinswelt können die Banken nicht funktionieren. Ihr ganzes betriebswirtschaftliches Modell ist kaputt. Genauso wie sie eine Maschine, die fürs Land konstruiert ist, nicht ins Wasser schmeißen können. Wenn die Luft braucht, um zu laufen, dann wird es unter Wasser nicht mehr gehen. Genauso können Banken in der Nullzinswelt nicht funktionieren. Wir haben also den wichtigsten Teil des Geldsystems, den wir haben, nämlich des Bankensystems, den würgen wir ab durch die Nullzinspolitik. Und damit haben wir das Geldsystem, das wir haben, abgeschafft. Einfach so mal durch einen Federstrich, ohne dass wir das richtig gemerkt haben, ohne dass wir uns dessen bewusst waren. Deswegen hat das Banksystem keine Zukunft. Aber wenn das Bankensystem kollabiert, dann wird das Geldsystem Euro, das sie sozusagen, mit dem es auf Gedeih und Verderb verbunden ist, mit in den Abgrund reißen. Deswegen zweimal nein. Dann ergreife ich jetzt die Gelegenheit für eine Frage an Herrn Dr. Krall. Ich habe das Wort Brexit vor uns erwähnt bei der Ankündigung. Wir haben das alle mit Spannung miterlebt, das Wort Brexit. Und wir haben auch diesen Abschied Englands oder Großbritanniens von der EU miterlebt. Was haben Sie für eine Prognose, wie das mit der EU weitergeht? Erleben wir jetzt ein langsames Zerbröckeln? Gehen andere Staaten? Wie wird der Süden damit umgehen und der Norden? Vielleicht können Sie uns dazu was sagen. Also zunächst mal ist natürlich der Brexit das Menetekel dieser unfähigen politischen Klasse in Brüssel. Und ich bin ehrlich froh, dass die Briten es geschafft haben, sich aus dieser Umklammerung zu befreien. Ich glaube, die haben deswegen so eine große Angst davor gehabt in Brüssel, weil sie Angst vor dem Erfolgsmodell Großbritannien haben. Denn Großbritannien hat seine Souveränität wiederhergestellt. Und diese Wiederherstellung der Souveränität dieses Landes und die Befreiung von der bürokratischen Union in Brüssel, die wird dazu führen, dass Großbritannien im Vergleich zu Europa einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung nehmen wird. Und davor haben die Kollegen in Brüssel am meisten Angst, weil das bedeutet nämlich, man kann aus diesem Club aussteigen, ohne dass Hunde und Katzen im Konkubinat leben auf der Straße und ohne dass sonstige Katastrophen eintreten. Also diese ganze Angstkulisse, die man da aufgemacht hat, ja, also was man den Leuten da erzählt hat, was passieren würde, wenn der Brexit tatsächlich stattfindet, das ist wirklich ungeheuerlich. Es gab schon vor der Abstimmung 2016 gab es die Prognose, ja, wenn das Volk für den Brexit stimmt, dann geht Großbritannien sofort in die Rezession. Nichts davon ist passiert. Dann haben es die Fearmongers, wie die Briten sagen, also die Angstmacher in Großbritannien, haben es dann jahrelang versucht, mit May an der Spitze, die eine Remainerin war, wie der Name schon sagt, haben es jahrelang versucht, den Briten einzureden, dass das alles eine Riesenkatastrophe wird, dass die Nahrungsmittelversorgung kollabiert und die Arzneimittelversorgung. Es gab sogar einen Zeitungsartikel, der davon redete, dass eine neue Form von Gonorrhoe übers Königreich käme, wenn sie aussteigen. Also man hat wirklich nichts ausgelassen. Also das ist jetzt kein Scherz. Ich erzähle jetzt, das ist kein Scherz, dass man das wirklich behauptet hat. Also man hat alle Arten von Behauptungen in die Welt gesetzt über, wie soll ich sagen, Greta war da in der Schule. Ja? Und was passiert ist, jetzt kommt der Brexit und Sie werden sehen, gar nichts wird passieren. Im Gegenteil, Großbritannien ist in den letzten 3 Jahren schneller gewachsen als Kontinentaleuropa und es wird auch in Zukunft so sein. Und wenn der Euro durch die Inkompetenz der Führung der Europäischen Zentralbank in absehbarer Zeit an sein Ende kommen wird, dann wird Großbritannien der große Flughafen fürs europäische Kapital sein. Das ist das, was passieren wird. Davor haben die Kollegen natürlich Angst. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Sache hat das Potenzial für eine Kettenreaktion. Weil wenn es erstmal klar ist, dass es eben keinen Zwang gibt, keinen wirtschaftlichen Zwang drin zu sein, dann gibt es auch sonst keinen mehr. Also ich hätte jetzt auch mal eine kleine Frage oder eine Anmerkung. Ich kann selber jetzt persönlich nicht verstehen, warum sich Deutschland so von den Amerikanern in die Ecke treiben lässt und gegen Russland boykottiert und Embargos macht und Wirtschaftssanktionen verhängt. Wie steht die AfD zur Verbindung? Dass, wie gesagt, meine Meinung wäre, den Deutschen würde es besser gehen, wenn wir mit dem Herrn Putin ein bisschen zusammenarbeiten, weil dort haben wir die Rohstoffe, dort haben wir fleißige Leute und ein bisschen
deutsche Ingenieurskunst dazu, dass wir nicht unser ganzes Know-how weiterhin nach China verkaufen oder verschenken müssen, weil wir sabotieren uns ja momentan, ist meine Meinung, wir sabotieren uns selber. Oder ich weiß nicht, wer hier dahinter steckt, ich will jetzt nicht von Verschwörungstheorien reden, aber irgendwie hat man das Gefühl, wir werden systematisch zerlegt. Hier wird eine große Firma nach der anderen hintenrum an chinesische Investoren verkauft. Hier geht Know-how in Größenordnung weg. Das ist doch unser größtes Kapital. Wir Deutschen haben doch schon ein ganz kleines Land. Wir haben nicht viel Rohstoffe, wir müssen eigentlich haushalten. Und dann, ich sag mal, hätten wir einen Partner an der Seite, der uns eigentlich gut gesonnen ist. Der Putin tut uns nichts. Ich sag mal, immer wieder kommt von außen, habe ich das Gefühl, von den Amis wird der Keil reingetrieben. Es hieß damals beim Gorbatschow, Wiedervereinigung Deutschland, mit der Voraussetzung, keine NATO-Osterweiterung. Kaum, dass wir zugestimmt hatten und das einige Deutschland war da, hieß es, ja, amerikanische Raketen müssen jetzt in Litauen und in Polen und überall bis an Russland rangesetzt werden. Also eigentlich provoziert, sage ich jetzt mal, Amerika Unruhen in Europa, wahrscheinlich nur wegen wirtschaftlichen Interessen. Aber das ist meine Meinung. Ich sage mal, wie steht jetzt die AfD dazu? Was habt ihr vor in puncto Zusammenarbeit mit Russland? Weil wir schädigen ja auch speziell hier in Sachsen und in Ostdeutschland ganz viele wirtschaftliche Beziehungen, die schon eh und je da waren, die gut funktioniert haben. Wie steht die AfD dazu? Danke für die Frage. Das ist ein bisschen eine Steilvorlage für mich, weil wir das Thema Russland-Sanktionen hier im Sächsischen Landtag von Beginn an im Landtag gespielt haben, also seit 2014, weil natürlich Sachsen auch extrem betroffen ist. Also Sachsen ist das Bundesland, was am allermeisten unter diesen Sanktionen gelitten hat. Wir haben die bis zu 60% Einschnitte im Exportvolumen durch diese Sanktionen. Es sind ganz, ganz viele Betriebe in Sachsen, die am Ende dort eben keine Umsätze mehr gemacht haben, Leute auf Kurzarbeit setzen mussten oder entlassen mussten. Deswegen haben wir eine klare Position. Diese Sanktionen, die schaden uns, sie bewirken politisch gar nichts null und sie werden auch nichts bewirken. Wer die Russen kennt, meine Familie wohnt zur Hälfte auf der Krim, sage ich mal dazu. Also ich weiß, wie das dort ist. Der weiß auch, dass dieses Stück Land niemals wieder, also zumindest nicht in überschaubaren Zeiträumen, an eine Ukraine zurückgehen wird. Das ist, sage ich mal, jahrhundertealtes, 72 Jahre russisches Territorium, dort wohnen fast nur Russen, das bleibt so. Also politisch ist dort nichts zu gewinnen, aber wir schaden uns massiv selbst. Das ist ein Stück weit, sage ich mal, auch eine Verbohrtheit unserer Politik zu sagen, wir haben da einmal was gesagt und wir bleiben hartnäckig dabei, weil wir müssen ja irgendwie Recht haben. Zudem gebe ich Ihnen recht, also ich sage mal, als Ostdeutscher, da bin ich aber nur ein Teil der Partei, ist mein Herz tatsächlich mehr im Osten, sage ich mal. Das ist aber bei vielen so, weil wir im Osten natürlich durchs Studium, durch den Beruf in Russland unterwegs waren. Es gibt hier sehr, sehr viele Familien, wo der Mann oder die Frau aus Russland sind. Und wir wissen andererseits, dass die Russen uns gegenüber tatsächlich sehr, sehr freundschaftlich gesonnen sind. Ich weiß das selbst, die Russen haben immer Hochachtung vor Deutschland gehabt, vor der Art und Weise, wie wir uns organisieren, was wir für Kultur hervorgebracht haben. Das ist immer eine positive Sicht auf Deutschland gewesen. Insofern, sage ich mal, ich bin hier sozialisiert. Ich möchte, dass wir als Deutschland wieder zu Russland ein sehr, sehr enges Verhältnis aufbauen. Ich halte Russland im Gegensatz vielleicht auch zu manchen meiner westdeutschen AfD-Kollegen für einen Stabilitätsfaktor für Europa und den sollten wir nicht vergeben. Und jetzt nochmal zur AfD. AfD ist groß, wir haben eine westdeutsche Hälfte und eine ostdeutsche. Dort spielt sich im Prinzip, spiegelt sich die Sozialisierung der Menschen natürlich auch wieder. Und wir haben als AfD aber immer klar gesagt, uns geht es vordergründig um die Interessen Deutschlands. Ich weiß nicht, von wem dieser Spruch stand, dass Staaten keine Freunde haben, sondern Interessen. Und das glaube ich auch, weil das russische Volk, das mag uns gerne haben, wie sie wollen. Die Amerikaner haben uns vielleicht auch gerne. Am Ende wird die Politik aber von oben gemacht. Das machen große Wirtschaftsunternehmen oder das macht die Staatsführung. Insofern sage ich mal, wir müssen darauf achten, dass wir unsere Interessen wahren. Und wir haben eigentlich gar kein Interesse daran, uns mitten in Europa nur einseitig zu orientieren. Wir müssen für uns das Beste rausholen. Das heißt, wir brauchen gute Beziehungen in beide Richtungen, nach Osten und nach Westen. Deswegen ist eben das, was heute passiert, für uns schädlich. Wir lassen uns, unsere schwache politische Führung lässt sich im Prinzip benutzen. Amerika hat einen großen Einfluss. Dass unsere Resttruppen jetzt an der Westgrenze von Russland stehen, ist eigentlich Schwäche, weil wir haben daran null Interesse an dieser Konfrontation. Wir wissen ganz genau, dass diese Konfrontation immer das Risiko in sich trägt, dass eben doch ein bewaffneter Konflikt entsteht, der dann eben auf europäischem Boden ausgetragen wird und nicht in Amerika. Das kann gar nicht in unserem Interesse sein und wir sollten dort auch viel vehementer Nein sagen.
wenn wir innerhalb der NATO schon mit dabei sind, dass wir diese Konfrontationspolitik nicht mittragen. Aber wir sollten uns in keine Richtung abkoppeln. Wir haben starke wirtschaftliche Interessen in alle Richtungen und wir müssten in alle Richtungen sozusagen uns um produktive Beziehungen bemühen und unsere Interessen nach vorn stellen. Was jetzt passiert zum Beispiel mit der Gasleitung Nord Stream 2, das ist so offensichtlich, dass dort Amerika seine Interessen durchsetzt. Natürlich wollen die ihr Flüssiggas verkaufen in Europa und die wollen Russland rausdrängen aus diesem Markt. Das ist aber nicht in unserem Interesse, weil unsere Wirtschaft oder unsere Privathaushalte, die müssen natürlich das Gas bezahlen für ihre Heizung oder für ihre Produktionsprozesse. Wenn das russische Gas um die Hälfte billiger ist als das amerikanische, dann bin ich doch dumm, wenn ich mir das abschneide. Ich muss mir alle Optionen offen halten. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass man sich so einen Hafen baut, wo man Flüssiggas aus Amerika empfangen kann. Da habe ich beide Optionen offen. Aber ich möchte doch, solange das geht und solange ich es angeboten kriege, das für mich nehmen, was für mich am preiswertesten ist und am wirtschaftlichsten. Und das ist im Moment das russische Gas. Und es kann niemand sagen, dass die Russen jemals versucht haben, ihre Gaslieferungen nach Europa als politisches Druckmittel einzusetzen. Das haben sie nie gemacht. Das kann wirtschaftliche Gründe haben. Sie haben es nie gemacht. Also wir haben keinen Grund, dort so restriktiv zu sein und dort im Prinzip die wirtschaftlichen Interessen der USA auf unsere Kosten zu vertreten. Ja. Vielleicht noch einen ergänzenden Satz. Ich glaube nicht, dass es die Amerikaner sind oder überhaupt die Amerikaner gibt. Amerika ist auch ein gespaltenes Land. Und da gibt es unterschiedlichste Interessen. Und das Interesse, dass die Konfrontation mit Russland gesucht wird, kommt nicht aus der aktuellen Administration. Das, glaube ich, kann man wohl sagen. Es kommt nicht aus der Trump-Administration. Und wenn wir uns anschauen, es gab ja verschiedene Konferenzen in Europa, wo die Sanktionen gegen Russland verlängert wurden. Wer war der Haupttreiber für die Verlängerung? Nicht die Briten, nicht die Franzosen, nein, die Deutschen. Ja? Also die Deutschen haben am lautesten nach Sanktionen geschrien. Wie man sich mit einer Kugel beide Knie und beide Stammflächen wegschießen kann, das weiß ich auch nicht. Aber in Berlin schafft man das, jedenfalls wirtschaftlich. Und insofern glaube ich, auch da lohnt es sich ein bisschen differenziert drauf zu schauen. Deswegen, ich glaube, dass Russland ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns ist. Ich bin aber auch gegen das Amerika-Bashing, zu sagen, die Amerikaner drängen uns dahin. Quatsch! Wir reden mit den falschen Leuten in Amerika ganz offensichtlich und lassen uns von den falschen Leuten dahin drängen. Das ist das, was passiert. Ja, davon gehe ich aus. Der wird deutlich schlimmer werden. Und zwar deswegen, weil die akkumulierten Ungleichgewichte schlimmer sind. Wir haben in den letzten 13 Jahren, seit Beginn der Krise, 15% der Unternehmen, die normalerweise pleite hätten machen sollen, nicht pleite gehen lassen. Also die Zahl der Pleiten ist so viel gefallen, dass mittlerweile etwa 15% aller Unternehmen wir aufgespart haben, die sonst in den letzten 13 Jahren pleite gemacht hätten. Und diese Unternehmen haben wir mit der Subvention des Nullzinses am Leben erhalten. Deswegen nenne ich die Zombies. Es wird mir neuerdings vorgeworfen, ich würde eine unmenschliche Sprache benutzen, weil ich die Zombies nenne. Das ist schon fantastisch, oder? Und gleichzeitig haben wir die Ertragslage der Banken durch die Nullzinspolitik ausgehöhlt. Banken verdienen kein Geld mehr und immer mehr Banken haben eine Ertragserosion, die durch allerlei, ohne dass ich jetzt hier im Detail darauf eingehen kann, Bilanzierungsoptimierung, nennen wir es mal so, bisher verborgen geblieben ist. Also es gibt eine Reihe von kreativen Maßnahmen, wie man diesen Ertragsverfall bisher verschleiert hat, aber man kann ihn nur in der Bilanz verschleiern und nicht, wenn man genauer nachbohrt, dann findet man diese Verzerrungen, die da stattfinden. Und diese Ertragserosion der Banken, die wird dazu führen, dass wir voraussichtlich Ende diesen Jahres so stark die Erträge der Banken zerstört haben werden, dass eine große Zahl, ein Drittel bis die Hälfte der Banken, dann rote Zahlen schreiben wird. Also operative Verluste macht. Das koinzidiert jetzt mit einer beginnenden Rezession, die haben wir schon, sonst würden nicht so viele Automotive-Hersteller pleite gehen. Die wird nur noch vom billigen Geld in der Bauwirtschaft überdeckt, statistisch. Aber in Wahrheit, in der Industrie stecken wir schon in der Rezession. Und diese Rezession wird dann weitere Kosten auf die Banken aufbürden, sodass das Eigenkapital des Systems anfangen wird zu schrumpfen.
Wenn das eintreten wird, so zur Jahreswende voraussichtlich, dann werden die Banken gezwungen sein, ihre Kreditvergabe runterzufahren, und zwar weil ihr Eigenkapital schrumpft. Und wenn das Eigenkapital schrumpft, schrumpft die Risikotragfähigkeit. Und für jeden Kredit, den eine Bank vergeben muss, braucht sie Eigenkapital. Und das wird dazu führen, dass die dort zuerst die Kredite nicht mehr vergeben, wo die Unternehmen Zombies sind, die am schlechtesten dastehen. Weil bis dahin werden die Banken auch herausgefunden haben, wer das ist. Die fangen ja schon an zu gucken. Das heißt, diese Zombies, die werden dann diese Pleiten werden dann nachgeholt. Dann werden diese Pleiten zu weiteren Bankverlusten führen. Dann wird das Eigenkapital weiter schrumpfen und dann gehen wir in die nächste Runde. Und so wird sich das Ganze hochschrauben, bis nach einigen Quartalen die ganzen Zombies alle pleite gemacht haben werden. Weil das aber 15% aller Unternehmen in Europa sind, die 15% aller Menschen in Europa beschäftigen, also aller Arbeitnehmer, die 15% aller Steuern zahlen, deren Mitarbeiter 15% aller Häuslerbauerkredite und Konsumentenkredite aufgenommen haben. Und die Summe dieser ganzen Kredite, die dann im Feuer stehen, ungefähr 1.500 bis 1.600 Milliarden Euro betragen wird. Das ganze Bankensystem in Europa aber nur 1.600 Milliarden Euro Eigenkapital hat, bedeutet das, dass unser Bankensystem an diesem Zeitpunkt irgendwann in 2021 pleite sein wird. Und wenn das Bankensystem pleite ist, muss es gerettet werden. Und da hat kein Staat in Europa genug Geld, um die Banken zu retten, weil man, um die Banken zu retten, dreimal so viel Geld braucht, wie sie vorher verbrannt haben. Warum ist das so? Das haben wir gelernt 2007, 2008 in der Lehman-Krise. Wenn eine Bank erstmal pleite ist, braucht man dreimal so viel Geld, wie ihr fehlt, damit die Leute nicht am nächsten Morgen hinrennen und ihr ganzes Geld abheben. Ja, wenn das Vertrauen wiederhergestellt werden muss, was mal weg ist, braucht man sehr viel mehr Geld, um die Bank zu retten, als eigentlich fehlt. Sodass wir über viele, viele tausend Milliarden Euro sprechen, die wir dann da reinpumpen müssen in dieses gefallene Bankensystem. Man wird den Banken wieder vorwerfen, schuld zu sein, aber sie sind es diesmal nicht gewesen. Es wird die EZB gewesen sein, meine Damen und Herren, lassen sich nichts anderes einreden. Der Geldsozialismus wird es gewesen sein. Und das bedeutet, dass wir so viel Geld drucken müssen, um die Banken zu retten, dass wir zu einer galoppierenden Geldentwertung schreiten werden. Und diese galoppierende Geldentwertung wird Sie alle mit Ihren Nominalvermögen, mit Ihren Sparkonten, mit Ihren Staatsanleihen, mit Ihren Lebensversicherungen enteignen. Und dann wird das politische Kapital des Euro tot sein. Und deswegen kommt diese Währung an ihr Ende. Es fällt ein bisschen schwer, dazu zu klatschen, sage ich ehrlich. Wenn ich keine Hand sehe, dann würde ich zu dem Thema gerne nochmal eine Frage nachschieben, weil wir das selber oft diskutieren. Es gibt eine ganze Menge Menschen, gerade auch Selbstständige, die haben ihr Geld für ihr Alter in private Lebensversicherung, private Rentenversicherung gesteckt. Und ich komme nicht aus der Versicherungsbranche. Mein naiver Blick sagt mir, das ist ein Versprechen auf eine Zahl X in vielen Jahren. Ist es nicht ratsam, dass man diese Dinger auflöst, bevor wir diesen großen Währungscrash haben? Die Frage kommt ganz oft und die ist schwierig zu beantworten, fairerweise, weil Versicherung ist nicht gleich Versicherung. Und ich kann auch an der Stelle nicht Ihnen sagen, die eine Versicherung, die wird es schaffen und die andere nicht, das darf ich nicht. Das wär entweder Schleichwerbung oder ich habe eine Klage wegen Verleumdung am Hals, kann ich mir nicht leisten. Aber eines ist klar, die Lebensversicherungen und die Pensionsversicherungen, die werden ja reguliert von unserer Banken- und Finanzaufsicht. Und was sagt die denen? Ihr müsst so risikofrei wie möglich anlegen. Das ist das, was die denen sagen. Allerdings hat unsere Bankenaufsicht und unsere Behörden haben ein anderes Verständnis von dem, was risikofrei ist, als Sie und ich. Gleichzeitig haben natürlich die Versicherer ein Renditeversprechen gemacht. Die haben ihnen vielleicht mal 2, 3 oder sogar 3,5% Mindestrendite versprochen. Jetzt kriegen sie natürlich selbst mit Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland, selbst wenn sie 30 Jahre laufen, nur noch 0% oder minus 0,1%, glaube ich, im Moment Zinsen. Das heißt, es gibt keinen risikofreien Zins mehr auf die deutschen Staatsanleihen, es gibt ein zinsfreies Risiko. Also was machen die Versicherer? Die gehen her und sagen, naja, das Einzige, was ich kaufen kann, was den regulatorischen Vorschriften entspricht, sind ja letzten Endes Staatsanleihen. Wenn die deutschen Staatsanleihen die Rendite nicht hergeben, die ich meinen Versicherten versprochen habe, dann muss ich eben andere nehmen. Und da bieten sich folgende an. Italienische, griechische, maltesische, zypriotische, französische, spanische, portugiesische.
Das ist das, das sind die Staatsanleihen, wo sie noch genug Rendite kriegen. Und unsere Bankaufsicht sagt, meine Damen und Herren, die sind risikofrei. Risikofrei, alles risikofrei. Die ganze, der Staat kann in Europa per se nicht pleite gehen, diese sind risikofrei. Das ist das, was die Vorschriftenwelt der Versicherer den Versicherern sagt. So. Was schließen Sie daraus? Daraus können Sie schließen, dass die ganzen Versicherer, damit sie nicht von der Aufsicht eins aufs Dach bekommen, genau sich in diese Anlagen flüchten. Dort werden die alle geparkt. Deswegen ist es ja so, dass dieser ganze Kapitalexport stattfindet. Ja? Und in dem Moment, wo das passiert, dass der Euro ins Schwitzen kommt und dass diese Länder, die werden dann natürlich alle zahlungsunfähig, ist doch völlig klar. Dann fragen Sie, wenn Sie wissen wollen, wie stabil Ihre Versicherung ist, dann fragen Sie einfach, wie sich Ihr Anleihenportfolio zusammensetzen sollen, die ihn mal offenlegen. Das machen die, glaube ich, wenn man nachfragt. Das ist der beste Rat, den ich Ihnen dazu geben kann. Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung. Bei den ganzen, was man privat vorsorgen soll, oder die betriebliche Altersvorsorge, wird zurzeit nur aufs Glatteis geführt. Es gibt jetzt ein sogenanntes Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ja, darin steht was Interessantes, und zwar die Beitragsgarantie ist nicht mehr vorhanden. Was heißt das? Es ist nicht mehr garantiert, die Beiträge, die ich einzahle, dass ich die wiederbekomme. Wer sich erinnert, die Geschichte Betriebsrenten, Doppelverbeitragung. Ne? Man wurde erst in die private Vorsorge gedrängt oder betriebliche Altersvorsorge. Und dann hat man klammheimlich hinterher noch ein Gesetz gemacht, 2 Jahre später, dass man noch SV-Beiträge nachträglich drauf bezahlen muss, die man schon vorher bezahlt hat. Wer jetzt sowas ausgezahlt bekommt, bezahlt nicht bloß die Steuer drauf, sondern auch nochmal SV. Das heißt, dort habe ich auch wieder nicht die Beiträge, die ich eingezahlt habe, wieder ausgezahlt bekommen. Also lassen Sie sich nicht durch wohlklingende Namen bei Gesetzen aufs Glatteis führen. Die wollen immer nur ihr Bestes. Ja, ich sehe keine Hand. Die Gelegenheit kommt so ganz schnell nicht wieder. Ich glaube, wenn der Dr. Kral nochmal nach Sachsen kommt, dann nehmen wir ihn in eine andere Ecke dieses schönen Bundeslandes mit. Ein Angebot. Hier geht es nochmal darum, es wird immer gesprochen von Europa und eigentlich immer nur meistens die EU gemeint. Es ist ja wirklich so, dass die Hälfte aller europäischen Länder sind ja nicht in der EU. Und die letzten Tage habe ich gehört, da gibt es irgendwie Salvini, der Ungar noch dazu hier, und die schmieden da eine Geschichte, konservativ etwas dagegen zu setzen. Sind da in der EU drin, diese Länder. Aber es gibt ja einen ganzen Schwung, die nicht drin sind, die werden immer ausgeblendet. Die Schweizer haben mal gesagt, das ist überheblich von der EU. Und wie steht die AfD dazu und arbeitet auf europäischer Ebene in dieser Richtung mit? Das würde mich mal interessieren. Das ist ja noch, wird überhaupt nicht angesprochen. Russland ist das größte europäische Land, ja. Das kommt alles zu kurz, meiner Meinung nach. Vielleicht mal ein paar Sätze dazu. Danke. Ja, also wir sind ja in Sachsen als AfD schon ganz schön weit gekommen. Wir sind das Land mit dem besten Wahlergebnis mit 27,5%. Aber da müssen wir uns vor allen Dingen bei Ihnen bedanken, ganz klar. Aber Sie haben in Sachsen erlebt, auch 27,5% reichen nicht zum Mitregieren. Und das insofern sage ich mal, können wir... Was das Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarstaaten angeht oder überhaupt zu europäischen Staaten, natürlich noch nicht wirklich mitreden, schon gar nicht auf Bundesebene. Was wir als AfD möchten, wir möchten ein Europa souveräner Nationalstaaten. Das heißt, wir möchten eigentlich, dass wir als Deutschland auch eine Art von Selbstständigkeit haben, wie es heute die Schweiz hat oder wie es Norwegen hat. Das sind beides Länder, die sind nicht in der EU, die prosperieren, die leben sehr, sehr gut ohne die EU. Und dort möchten wir eigentlich auch wieder als Deutschland hin. Und dass das ein langer Weg ist, das wissen wir. Was mir dabei Mut macht, sind Länder wie Ungarn oder die Slowakei, auch Österreich, obwohl das wieder ein bisschen wackelt jetzt da mit Herrn Kurz. Aber es gibt eben in Europa Staaten, wo die konservativen Kräfte schon viel, viel, viel stärker sind als in Deutschland. Und das macht mir Mut, weil es werden diese Länder sein, die am Ende sich von dieser Fessel befreien von Europa und sagen, wir leben als selbstständiger, souveräner Nationalstaat viel, viel besser, als wenn wir in diesem Korsett sind. Da sind die Osteuropäer voll mit dabei. Die sind zwar Profiteure, sage ich mal, des heutigen Umlagesystems. Sie kriegen ja sehr viel Strukturfördermittel.
Aber das, was Ihnen die EU da zusätzlich aufzwingen will, das bremst Sie wirtschaftlich. Und jetzt die große Keule sozusagen, ihr kriegt keine Strukturförderung mehr, wenn ihr unseren Migrationswahnsinnig mitmacht. Das wird diese Länder von der EU wegtreiben. Und für mich sind das Partner, das sind für mich die besten Länder. Die haben noch einen Nationalstolz bewahrt, die haben noch den Willen zur Freiheit und zur Eigenständigkeit bewahrt. Mit diesen Ländern möchte ich eng zusammenarbeiten. Danke. Nichts hinzuzufügen und nichts zu widersprechen. Ich hätte noch zwei Fragen. Die erste ist, wie ist denn die Geschichte ausgegangen mit diesen Stimmen oder mit dieser Sitzverteilung, wo es damals bei der AfD ging, weil da falsches Verfahren angesetzt wurde. Da würde ich gerne mal wissen, wie da jetzt der Stand der Dinge ist. Die erste Frage. Und die zweite Frage, die ist gerade weg. Ich stelle sie später. Ja. Ich nehme mal an, die meisten haben das intensiv verfolgt, die heute hier sind. Also wir haben was Einmaliges erlebt, was es in der Form, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht gegeben hat. Dass nämlich in der Wahl, in der Vorbereitung einer Wahl, eine Landesliste von einer Partei gekürzt worden ist. Weil es Formfehler gibt. Das ist was, was so gut wie nie passiert. Und wir haben dazu noch sozusagen das Phänomen, dass wir in Sachsen, das ist in anderen Bundesländern anders, keine Rechtsmittel dagegen haben vor der Wahl. Also wir können, wenn eine Behördenentscheidung und das Statistische Landesamt mit der Landeswahlleiterin ist ja eine Behörde, wir können gegen eine Behördenentscheidung, die wir als willkürlich empfinden, die wir als falsch empfinden, nicht den Rechtsweg suchen. Das heißt, wir können vor kein Verwaltungsgericht gehen und uns beschweren, der Rechtsweg ist uns verschlossen. Das haben wir durchbrochen. Auch das war nicht selbstverständlich. Wir sind mit unserer Sicht vor den Sächsischen Verfassungsgerichtshof gezogen und haben ihn gebeten, weil wir haben kein Recht auf diesen Weg. Wir haben diesen Verfassungsgerichtshof gebeten, sich dieser Sache anzunehmen und zu prüfen, ob das, was hier passiert, überhaupt verfassungskonform ist, ob das unsere Demokratie nicht gefährdet. Und der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat sich der Sache angenommen, obwohl er das nicht musste. Die haben in der ersten Prüfung gesagt, ja, hier sind relevante Dinge, die für die Demokratiebildung in Sachsen so relevant sind, dass wir uns mit der Sache intensiv beschäftigen. Und sie haben in der Hauptverhandlung unsere Listenkürzung, die sollte ja bis Platz 18 runtergekürzt werden, zugelassen bis Platz 30. Es gab ja auch zwei verschiedene Begründungen. Das heißt, wir haben dort auch schon was erreicht, wir haben Gesetzes- und Verfassungsgeschichte geschrieben in Sachsen. Der Professor Ehliger, der uns begleitet hat, der wird wahrscheinlich mal in die Annalen der Verfassungsrechtsprechung eingehen, weil der hat wirklich was geschafft, was noch nie in Deutschland jemand geschafft hat, dass sich ein Verfassungsgericht einer Sache annimmt, obwohl es das gar nicht muss, gar nicht in erster Instanz zuständig ist. Also da ist uns ein Riesenerfolg gelungen. Ansonsten sehen wir heute mit 18 Plätzen im Landtag und die CDU würde sich kaputt lachen. Wir haben es durchbrochen und wir haben natürlich durch unsere Direktmandate, die wir auch in Sachsen erreicht haben, nicht nur 30 Plätze im Landtag, sondern 38. Uns würden laut Proporz 39 zustehen, also wir haben einen Platz verloren. Wir geben uns mit dieser Situation natürlich nicht zufrieden und der normale Rechtsweg in Sachsen heißt Wahlprüfungsausschuss. Das ist ein Gremium des Landtages, was Beschwerden zur Wahl prüft. Dieses Gremium setzt sich zusammen aus Abgeordneten der verschiedenen Parteien im Landtag, entsprechend Proporz. Und du könntest dich natürlich vorstellen, dass dieses Gremium aus Politikern, die nun gerade ihren warmen Sessel wieder erobert haben, wahrscheinlich nicht zur Neuwahl aufrufen wird. Die werden versuchen, diese Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses in die Länge zu ziehen, so lang wie nur möglich. Wir haben das in der letzten Legislatur schon erlebt, da gab es auch einzelne Beschwerden. Die Beschwerde von dem ehemaligen AfD-Mitglied, Herrn Samtleben, ist erst 4 Jahre nach der Wahl in dem Wahlprüfungsausschuss entschieden worden. Und dann hat natürlich das Verfassungsgericht gesagt, naja, wegen dem einen Jahr jetzt, da müsst ihr den Aufwand der Neuwahl nicht betreiben. Das werden wir uns nicht bieten lassen und wir haben auch gute Hoffnung, dass das so nicht passieren wird. Zum einen werden wir Druck machen im Wahlprüfungsausschuss, dass eine Entscheidung herbeigeführt wird. Und zum zweiten hat der Sächsische Verfassungsgerichtshof schon damals angemahnt, dass der Wahlprüfungsausschuss nicht so lange arbeiten darf. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben und es belegen können, dass dort in die Länge gezogen wird, werden wir uns sofort wieder beschweren beim Verfassungsgerichtshof und eine Eilentscheidung herbeiführen. Wir wollen,
dass diese Verliererkoalition keine 5 Jahre hält. Wir wollen Neuwahlen durchsetzen und das möglichst bald und wir werden das auch tun. Ja, dann eine Frage an den Gastgeber, unseren Abgeordneten hier, Herrn Gahler. Es ist ja dann nächste Woche die Regierungserklärung der Wahlverlierer, Herrn Kretschmer und Frau Katja Mayer, die neue Justizstarministerin. Was erwarten Sie von der Regierungserklärung? Was hat die AfD zu sagen? Was sind so ein bisschen in der Zukunft, in der nächsten Woche im Parlamentarismus, was erwartet uns? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind Opposition und wir wollen der Stachel im Fleisch sein. Das heißt, wenn diese Regierung ihre Erklärung abgibt, wird es ja der kleinste gemeinsame Nenner sein. Die CDU wird ihre wesentlichen Positionen aufgeben. Alles, was konservativ ist, wird nicht mehr vorhanden sein. Das heißt, wir werden in diese Lücke stoßen. Wir werden die Probleme, wir werden die Geldverschwendung, wir werden die Anliegen der Bürger im Parlament vortragen. Das ist unsere vordringlichste Aufgabe. Wir sind für sie dort und wir sind der Stachel im Fleisch. Jetzt ist sie wieder da, die zweite Frage. Ich habe das jetzt gerade noch mal so vor Augen gehabt, die 27,5% Sachsen, die die AfD gewählt haben. Und ich finde das ja eine absolute Arroganz jetzt von den Regierungsparteien momentan, wie die mit 27,5% der sächsischen Bürger umgehen. Das ist in meinen Augen eine Unverschämtheit. Egal mit wem ich spreche, alle sagen, wir wählen jetzt der AfD. Nur deswegen, weil die uns im Prinzip so da hinten runterfallen lassen, sage ich mal. Gibt es da schon ein paar Erkenntnisse oder wenn jetzt Neuwahlen wären, hat man da schon mal Prognosen gemacht? Weil ich habe so das Gefühl, da würden noch locker 10-15% draufkommen. Hier spricht das Erzgebirge, ich merke das schon. Also, wir haben keine aktuelle Prognose und keine aktuelle Umfrage, aber ich bin mir auch sicher, dass viele, die mit der Hoffnung sozusagen die CDU gewählt haben, dass konservative Politik in Sachsen stattfindet, und das sind viele, die meisten Wähler in Sachsen, die die CDU wählen, wollen in eine konservative Politik, die haben jetzt das erlebt, was sie sich sozusagen in ihren schrecklichsten Träumen nicht vorstellen können, dass die Grünen mitten in der Regierung sitzen und vor allen Dingen noch den Ton angeben. Und insofern hoffe ich, dass das endlich stattfindet, was ich schon lange erwarte, dass die Menschen, die heute noch CDU wählen, verstehen, dass diese Partei schon lange keine konservative Partei mehr ist und dass sie sich von dieser Partei abwenden. Das Dilemma ist doch, dass es immer noch unheimlich viele Menschen gibt, vor allen Dingen im Bereich der Älteren. Nach der Wahl haben wir gelernt, im Bereich der Berufstätigen sind wir auf Platz 1 in Sachsen, im Bereich der Rentner die Linke und die CDU. Dass diese Leute endlich jetzt verstehen, was diese Partei ist. Das ist auch unglaublich, mit welcher Dreistigkeit im Wahlkampf nach außen konservative Politik versprochen wird. Und nach der Wahl ist das alles vergessen. Die CDU ist inzwischen Spezialist darin geworden, AfD-Positionen hinauszutröten und dann was ganz anderes zu machen. Und ich glaube, die Menschen werden es langsam sehen. Also erstens ist schon dieses Bekenntnis zu Grün, was jetzt eben auch öffentlich stattfindet in Form der Koalition, für jeden zu sehen. Und zweitens wird es die Politik in Zukunft sein. Wir wissen jetzt, die CDU setzt mit dieser neuen Regierung auf freiwillige Ausreise und nicht auf Abschiebung. Das ist jetzt ganz vorn. Wir sehen schon jetzt im Koalitionsvertrag, dass die Vereinslandschaft, die Kampf gegen Rechtsmacht und Demokratieforderung noch mehr Geld kriegen soll. Wir sehen schon jetzt, dass in den Schulen die Gemeinschaftskunde, die neue Staatsbürgerkunde 2.0 ausgebaut werden soll, zum Teil sogar bis in die Kindergärten hinein, soll jetzt im Prinzip schon auf rechte Tendenzen hingewiesen werden. Also wir werden mit dieser Regierung eine Politik erleben, die sich völlig abwendet vom Konservativsein. Ich hoffe, das treibt die letzten CDU-Wähler zu uns. Und wie gesagt, wir haben nicht vor, die 5 Jahre abzuwarten. Also wir werden vor Gericht die Neuwahl durchsetzen. Wenn sie nicht sozusagen aus dem Volk herauskommt, dann machen wir es vor Gericht. Und dann erwarte ich ein Ergebnis, was uns eben in die Lage versetzt, wirklich das Ruder in die Hand zu nehmen. Danke. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Krall. Ach ja, gut.
Das will leid, man hört mich. Ihre Ausführungen sind ja sehr stark. Sagen Sie mal zu dem kommenden Finanzcrash des Euros, und da kommt es, auch wie Sie, ist da eine Möglichkeit, dass man die paar Groschen, die man hat, als Edelmetall umwandelt? Ist das ganz günstig? So weit können Sie mir die Tür gar nicht aufhalten. Also, meine Empfehlung ist ja nicht, obwohl ich jetzt Chef des größten Goldhändlers bin, alles in Edelmetall zu investieren. Aber ich sage, Edelmetall ist eine gute Rückversicherung für das Unbekannte, was da in diesem Szenario sich leider abzeichnet. Und es war schon immer eine gute Rückversicherung. Deswegen empfehle ich, 10-20% des liquiden Vermögens in Edelmetallen zu parken und den größten Teil des Rests in Cash, also Cash heißt nicht Bankkonto, weil wenn die Bank abbrennt, ist das Konto mit weg, sondern Cash heißt Cash, oder in ausländischen Staatsanleihen, also britisches Pfund vor allem und US-Dollar. Weil die werden zwar auch leiden, aber erst später und nicht ganz so stark, sodass man da zumindest eine Parkmöglichkeit fürs Geld hat. Ich empfehle nicht, in Aktien zu gehen. Ich empfehle nicht, jetzt Immobilien zu kaufen, weil die alle überbewertet sind. Die werden leiden im Crash, weil vor allen Dingen durch die vielen Pleiten viele Immobilien zwangsweise auf den Markt kommen. Das wird zum Preisdruck beitragen. Und insofern, ja, Edelmetalle. Und da sage ich Ihnen auch, Sie müssen vor zwei Dingen keine Angst haben. Erstens müssen Sie keine Angst vor einem Goldverbot haben. Das ist etwas, was uns die Staatswirtschaft einreden möchte, dass sie es durchsetzen könnte, ein Goldverbot einzuführen in Deutschland, wenn es dann irgendwie zum Schwur kommt. Das hat schon in den 30ern nicht funktioniert. Damals haben es die Leute auch schon das Gold nicht abgeliefert, obwohl es bei Strafe verboten war, es zu behalten. Und zweitens brauchen Sie keine Angst vor der Tafelgeschäftsgrenze zu haben. Die Tafelgeschäftsgrenze ist ein Bogus, der Ihnen einreden soll, wenn ich Gold für mehr als 2.000 Euro kaufe, habe ich morgen das Finanzamt bei mir im Haus. Nichts könnte weiter weg von der Wahrheit sein. Wenn Sie beispielsweise zu uns kommen und Ihren Ausweis ab 2.000 Euro vorlegen müssen, wenn Sie Gold kaufen, dann müssen wir das zwar aufzeichnen, da sind wir verpflichtet dazu, aber wir sind nicht verpflichtet, das im vorauseilenden Gehorsam dem Staat anzuliefern, sondern wir verschlüsseln das und dann lagern wir das. Und wenn dann mal im Einzelfall jemand wegen Steuerhinterziehung oder Geldwäsche belangt wird und ein richterlicher Befehl kommt, dass wir das ausliefern müssen, dann tun wir das selbstverständlich. Wir sind ja rechtstreue Bürger, wenn Gesetzesverstöße vorliegen. Aber für den ganz normalen Bürger ist es nicht so, dass sich da automatisch die volle Transparenz für den Staat durch diese Meldepflicht herstellt. Das ist ein Eindruck, den wollten die gerne schaffen bei den Menschen, um sie abzuschrecken davon, das zu tun, was ihr Vermögen schützt, nämlich Gold kaufen. Aber es entspricht in der Tat nicht der Realität. Verliert er auch das Gold an Wert. Danke, das war schön. Ich hab's akustisch nicht verstehen können. Nimm das Gold an Wert. Wenn das Geld an Wert verliert, ja, bei der drohenden Katastrophe jetzt, ja, dann verliert er auch, wenn man jetzt in Gold angelegt hat, doch auch das Gold an Wert. Ja, im Gegenteil. Nein, es geht doch mit runter. Nein, natürlich nicht. Wenn das Gold ist immer invers zum Geld. Das heißt also, wenn das Geld seinen Wert verliert, das Gold behält seinen Wert. Und das schon seit 7000 Jahren. Also das geht rauf und runter, das hat eine gewisse Volatilität, aber langfristig gesehen können Sie sehen, dass Sie fürs Gold immer das bekommen, was Sie vor 300 Jahren auch schon für das Gold bekommen haben. Langfristig ist das Gold das wertstabilste Geld. Deswegen ist es ja so, dass die Volkswirtschaften, die einen Goldstandard in der Vergangenheit hatten, also insbesondere Großbritannien, Deutschland bis 1914, auch Amerika bis 1914, mit diesem Goldstandard immer das höchste Wirtschaftswachstum erzielen konnten, weil dieses Geld eben am wertstabilsten ist. Ja, bevor wir zum Schluss kommen, ich würde gerne noch einen kleinen Hinweis machen. Der Herr Dr. Krall hat einige seiner Bücher mitgebracht, die sind hier vorne noch zu erwerben. Ich weiß nicht, ob er auch bereit ist, eine kleine Signatur reinzumachen, macht er bestimmt sehr gern. Und ansonsten würde ich, da ich jetzt auch keine Hand mehr sehe, einfach mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass eben nicht nur die Schreckensszenarien an die Wand gemalt worden sind, sondern dass wir durchaus die Hoffnung haben sollten, dass das, was uns bevorsteht,
eben auch zum Guten führen kann, weil es am Ende die Kräfte freisetzen wird, die tatsächlich leistungswillig sind, die einen Freiheitswillen haben. Und deswegen gehe ich aus diesem Abend mit einem sehr guten Gefühl heraus. Danke, Dr. Krall, dass Sie heute zu uns hier nach Olbernhau ins Erzgebirge gekommen sind. Ich darf mich nochmal bedanken für die Einladung nach Sachsen. Der bin ich wieder gerne gefolgt, der werde ich auch in Zukunft folgen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Diese Krise wird uns stärken und nicht umbringen. Und wir werden die Freiheit erfolgreich gemeinsam verteidigen. Vielen Dank. So, als letztes. Wir hatten ja schon angekündigt wegen der GEZ-Kampagne. Dort bei unserer Moderatorin. Dort liegen diese Zettel und Listen, wo Sie sich eintragen können. Falls wir den Stein ins Rollen bringen wollen, tun Sie Ihr Bestes. Dort vorn können Sie es machen. Dankeschön.